Masna Ismail, besser bekannt als Mona Fandey, wurde am 1. Januar 1956 auf Malaysia geboren. Sie war eine kaum erfolgreiche Popsängerin. Als sie ihre Karriere endgültig an den Nagel gehängt hatte, befasste sie sich mit schwarzer Magie und wurde eine Schamanin, die vor allem für die abergläubische Oberschicht arbeitete. So verkaufte sie einem Politiker einen Talisman, der ihn unbesiegbar machen sollte. Auch sollten noch einige Sitzungen und Reinigungsrituale durchgeführt werden. Auf Fandeys Befehl hin enthauptete ihr Assistent den Politiker während einer Sitzung. Die Leiche wurde zerstückelt und in 18 Teilen gefunden. Fandeys hohe Ausgaben, unter anderem für einen Neuwagen, fielen vielen Menschen auf. Schnell wurde sie, ihr Mann und ihr Assistent festgenommen. Am 1. Januar 1995 wurde das Trio zum Tode verurteilt. Zwar legten sie alle Berufung ein und versuchten es mit Gnadengesuchen, doch vergeblich. Am 2. November 2001 wurden Fandey und ihre Komplizen gehängt. In Malaysia sagt man heute, Fandey sei als Mörderin bekannter geworden, als sie es als Sängerin jemals war.